Manchmal interpretieren wir das als das Kind testet aus. Das Kind testet aber nicht aus, wie die Eltern reagieren, sondern es versucht mit seinem Verhalten zu prüfen, ob es noch genug Liebe bekommt. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festl, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallihallo, herzlich willkommen hier wieder in einer neuen Podcast-Episode zu einem ganz spannenden Geschwisterkonflikt-Thema, nämlich der Tatsache, dass das kleinere Kind im Größeren alles nachmacht. Boah, und was ist, wenn dich das jetzt triggert? Denn natürlich möchtest du, dass jedes deiner Kinder sich eigen und selbstständig zu seinem besten Selbst entwickelt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite könnte das natürlich sehr herausfordernd sein, wenn zum Beispiel Quatsch und Blödsinn dann immer nachgeahmt wird. Ich wünsche dir heute viele Momente des Schmunzelns und vor allem auch viele Aha-Momente, in denen du dich vielleicht auch mit diesen Situationen, die meine Teilnehmerin aus gemeinsamem Wachsen geschildert hat, wiedererkennst. Ganz viel Erfolg und Freude bei dieser neuen Podcast-Episode. Viel, viel Freude dabei. Meine Frage kam schon in einer meiner Vorstellungen vor und heute beim Frühstück gab es das Beispiel dafür. Meine Tochter 1 schmeißt nach dem Essen ihre Schüssel und ihren Löffel runter. Sofort macht mein Sohn es nach und schmeißt auch seine Sachen runter. Ich wollte noch gerade sagen, dass er seine Sachen stehen lassen soll, da war es schon zu spät. Wie kann ich damit umgehen? Manchmal ärgert mich das sehr, wenn wir solche Situationen haben und uns fehlen die Ideen, um anders zu reagieren. Da habe ich tatsächlich einiges für dich, denn dein Sohn, der ist 3,5, hast du mir geschrieben, und deine Tochter, hast du schon erzählt, die ist 1. In deiner Vorstellung dazu und zu deinen Konflikten, die du hattest, hast du schon den Geschwisterkonflikt erwähnt und auch das ist tatsächlich Thema. Das sehe ich bei euch relativ deutlich. Denn deine Tochter ist erst 1 Jahr alt. Das heißt, dein Sohn kennt diese Konstellation, da ist noch jemand, der die Mama einnimmt, der die Liebe von der Mama bekommt, noch relativ neu. Und es ist auch die Frage, wie hat er so den Zuwachs von einem Jahr oder von 10 Monaten so miterlebt. Lange Rede, kurzer Sinn, hier geht es natürlich um die Entthronung. Das heißt, die Tatsache, dass dein Sohn guckt, bin ich hier eigentlich auch noch wichtig? Werde ich an den Rand der Familie gedrängt oder nicht? Wie reagiert meine Mama, wenn ich das mache? Werde ich dann geschimpft, während meine Schwester nicht geschimpft wird? Manchmal interpretieren wir das als, das Kind testet aus. Das Kind testet aber nicht aus, wie die Eltern reagieren, sondern es versucht mit seinem Verhalten zu prüfen, ob es noch genug Liebe bekommt. So, das ist eine Herausforderung. Das Thema, ein Kind kommt nach, ein Geschwisterkind ist da, was passiert mit dem Älteren, ist immer schwierig. Also Geschwisterkonflikte im Sinne von Entthronung, da kommt was Neues nach, da kommt ein Baby nach oder da ist schon jemand. Wie geht das ältere Kind damit um? Wie gehen die Eltern mit dem älteren Kind um, ist immer ein großes Thema. Um zu verstehen, welche Rolle Geschwister da so miteinander haben und was eigentlich immer die Hauptfrage ist. Und die Hauptfrage ist immer, bekomme ich genug Liebe? Wenn du jetzt natürlich, das wäre jetzt der Extremfall, deine Tochter darf die Sachen runterschmeißen, dein Sohn, der kriegt dann einen Anschiss, dann erkennt dein Sohn natürlich, dass irgendwie das ungerecht ist für ihn. Ja, warum darf die Tochter das und warum darf er das nicht? Auch nochmal der Hinweis, mit 3,5 ist die Theory of Mind noch nicht ausgebildet, also die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, Gefühle des anderen vorab zu kalkulieren. Er kann das noch nicht.
Wenn die Frage ist tatsächlich authentisch, wie authentisch kannst du sein und wie kannst du solche Situationen oder wie kannst du mit diesen Situationen umgehen? Mein erster Impuls, nicht wütend und nicht gefordert in diesem Moment wäre, ich hätte auch meinen Löffel runtergeschmissen. Dann hätten wir alle den Löffel runtergeschmissen. Ja, da kann man drüber lachen, dann ist Humor in der Situation. Humor löst immer Konflikte, weil beim Humor ist es einfach schön. Da geht es uns allen gut. Das ist so ein Weg. Das ist aber auch eine Königsdisziplin, sage ich immer, weil es natürlich nicht einfach ist, mit Humor immer zu reagieren. Und auch nicht jedes Persönlichkeitswesenszug, das ist, humorvoll zu sein. Auch das kann man natürlich üben. Aber ja. Wenn es dich aber nervt, ist die authentische Reaktion zu signalisieren, dass das anstrengend gerade für dich ist oder dass eben gerade damit deine persönliche Grenze übertreten wurde. Dann würde es aber gleichzeitig bedeuten, dass es dich ja nervt bei beiden Kindern und nicht nur bei deinem Sohn. Ja, bei deiner Tochter, da bist du noch glimpflich, sage ich mal, weil sie natürlich auch was testet, nämlich die Schwerkraft. Ganz klassisch für ein Kind mit 1, Sachen runterschmeißen und gucken, ob es fällt und ob der Stift genauso fällt wie der Löffel und der Löffel genauso wie die Gabel. Auch das kennen wir alle. Auch das ist spielerisches Erforschen der Umwelt. Und beim Sohn ist es eben so, dass du dir denkst, oh, der kann das ja schon, muss der das jetzt auch noch machen. Deswegen ist es so, wird es dann so nervig. Einfühlsam da mit dem Sohn zu sein, der einfach mit dieser Situation vielleicht noch nicht so recht zurechtkommt, der vielleicht oft möglicherweise einstecken musste im Konflikt oder vielleicht schon viel erlebt hat, dass er eben jetzt nicht so wichtig ist wie die Tochter, wie die Kleine, der braucht da einfach ganz viel. Der braucht da ganz viel Liebe, der braucht da ganz viel Sicherheit und Vertrauen, dass er auch noch wichtig ist in dieser Konstellation, in dieser neuen Familienkonstellation. Also ich empfehle dir da einfach ruhig und glimpflich mit deinem Sohn zu sein und möglicherweise ihm auch viel Zeit zu schenken, damit er wieder seinen Tank auffüllen kann und weiß, dass er sicher ist mit seinem Platz in der Familie. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Möchtest du wissen, welche Kommunikationsstones sich in deinen Alltag eingeschlichen haben und mit welchen leichten Tricks du Konflikte mit deinem Kind vorbeugen kannst? Dann hol dir mein kostenfreies E-Book. Du findest es unter sprachzeichen.de/40-Sätze. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.